Libyen und Ägypten ist mir das einfach nicht eingefallen und in einem T-Shirt rumgeflogen und war immer gleich verhaftet auf jeden Flugplatz und dann bis ich raufgekommen bin, dass man sich als Militär quasi verkleiden muss, damit die überhaupt Respekt haben im Militär. Und dann haben wir uns als Airline-Captains verkleidet. Was natürlich totlacht selber, aber irgendwie haben die dann plötzlich ein bisschen Respekt gehabt und Captain aufsalutiert. Dann ist es vielleicht auch gegangen. Und die Behörden, wie soll ich sagen, also mit Behörden und Autoritäten hat man immer ein Machtverhältnis, das nie ganz klar ist, weil so Typen, die so herumgurken mit einem kleinen Flieger, das ist immer ungeheuer. Und das ist ja zu Recht, haben die sich davor gefürchtet, aber es ist eben ein Teil meiner Arbeit, eben mit denen umzugehen und denen also Genehmigungen abzuknüpfen und so weiter. Aber im Prinzip, vieles davon ist im Südsudan irgendwann einmal relativ anarchistisch. Also in Nordafrika ist es sehr geregelt. Also wenn man in Ägypten irgendwo landet, dann bist du sofort entweder Mossad oder CIA oder so. Also die waren natürlich irrsinnig misstrauisch. Aber im Südsudan war es alles so chaotisch. Und es hat eh niemand gewusst, was los ist und wo was los ist. Und die Kriegsherren haben selber nicht gewusst, wer wohin schießt, in welche Richtung. Und wir sind halt dann quasi als Weise mit dem Flieger herumgeflogen und als Missionare gehalten worden zum Teil. Und als Flying Doctors oder irgend so ein Blödsinn. Ne? Aber ja, das Verhältnis zur Autorität, das ist wirklich das Schwierigste, ist immer das Auseinanderzuhalten, dass man mit mächtigen Strukturen zu tun hat und den mächtigen Strukturen muss man quasi aus meiner Sicht zumindest etwas entgegenhalten. Das ist ein Film, ist letztendlich auch Gegenmacht oder Journalismus. Und Leute, die keine Macht haben, denen kann man eine Stimme geben. Nicht? Also die Kinder in den Dörfern oder die Leute, denen nie jemand zuhört. Nicht? Und denen kann man plötzlich eine Stimme verhelfen. Das ist eigentlich das Magischste an der Art von Filme machen, glaube ich. In der Art von Kino. Wie ist eigentlich zu dieser Idee zu dem Flugzeug gekommen, das selbst zu bauen? Es hätte auch andere Lösungen gegeben, entweder ein Kleinflugzeug oder Helikopter oder ich weiß nicht. Ja, überhaupt, warum soll man überhaupt selbst einen Film machen? Ja, Film auch kaufen. Ne? Ja, selbstgemachter Film. Alles gemacht. Erstens einmal habe ich Flieger bauen müssen, weil ich Zeit gebraucht habe, um überhaupt zu denken und nachzudenken, was das Ganze soll. Also irgendwie Zeit zu herumbasteln, so wie man Lego spielt als Kind oder so, irgendwie etwas machen, was man nicht das ganze Hirn aufbraucht, sondern einen Teil vom Hirn. Und zweitens war das Flugzeug in vieler Hinsicht speziell wichtig. Erstens hat es ein bisschen komisch ausschauen und nicht bedrohlich. Zweitens, es müssen sehr langsam fliegen, weil wir immer auf ganz kleinen Flussufern oder so gelandet sind oder auf Straßen oder was weiß ich, was geben halt nicht Flughäfen unbedingt, sondern manchmal. Also es hat technisch besondere Eigenschaften gehabt und es ist metaphorisch wichtig. Also Flugzeuge sind ja irgendwie das Symbol der industriellen Übermacht, das ist metaphorisch sehr belastet mit dem Flugzeuge werfen Bomben, Flugzeuge sind eigentlich das Symbol des Unterschieds. Und es wird auch als Gegenteil verwendet von der UNO, diese weißen großen Flieger, die alle die ganzen guten Sachen herbringen, die Doktoren und die Hilfsgüter, das ist eigentlich eine christliche Metapher, also die Hilfe vom Himmel runter und so. Und es gab natürlich auch ohne dem Flugzeug keinen Zugang. Also zu einem chinesischen Ölfeld kann man einfach nicht hin, weil man nicht vom Himmel fällt. Also da kommt man einfach nicht hin sonst. Es gibt ja keine Straßen dorthin und es gibt keine Genehmigungen. Nicht? Also das ist mehr oder weniger so ein trojanisches Pferd, selber gebaut. So.